Hallo und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Folge Planet Crafter. So, wir sind ja ein wenig rumgeflogen. Was noch fehlt für diese Entdeckung, wären die grün leuchtenden Würmer. Kommen die noch? Kommen die? Och, jetzt sind die Algen wieder weg. Wären die grün und die Bäume natürlich. Ach, schade. Ach ja, es kann nicht immer alles da sein. So, wir brauchen die Stufe 4 Satelliten. So, dazu schauen wir mal nach, was uns die alles kosten. So, Stufe 4 Satellit. Ja, bevor wir das bauen, mal rüber. Ach, schade mit den Bäumen. Naja, nächste Folge sind sie dann sicher wieder da. Keine Ahnung, woran das immer liegt. Ja, Early Access kommt von oben. So, wir brauchen einen Chip, einmal Düse, zwei Leiterplatten. Merke ich mir nicht. So. Zweimal Chip. Einmal Düse. Zwei Stäbchen. So. Tja. Sorry. Oh, Kompass. Das war's. Kompass. Was brauchen wir für den Kompass? Wir brauchen Alu, Magnesium, Silizium. Alu, Magnesium, umgekehrt natürlich, und Silizium. So. Dann haben wir mal den hier. Bam. So. Aber jetzt ist es gleich wieder dunkel. So. Satellit 4. Ah, der hat da gleich eine Schüssel drauf. Super. Los. Okay, er ist schon schneller. Aber es steckt fest. Sieht gut aus, hilft aber wahrscheinlich nicht. Ich will da anschieben, das hilft nichts. Man kann. Okay. So, Thema erledigt. Passt gut. So, wir haben einmal Wurm. Den packen wir da rein. Wir haben wieder drei, das ist gut, weil da könnten wir wieder Muttergene machen. Ja, aus ausgequetschten Würmern. So, dann wollen wir auf der Karte nachsehen, was jetzt rauskommt. Nein. Ja. So. Aber da waren wir ja schon. Da war dann das Stargate-Teil. Ja, okay, aber wir haben die Vierer. Wir haben die Vierer. Oh. Gut. So, dann schauen wir uns das Vernichtungsteil an. Dieses hier, wir brauchen Methan und Zeolit. Einmal Methan, einmal Methan. Da, 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 da. Ja, leider. So, und einmal Zeolit. So, dann nehmen wir unser Zerstörungsteil raus und bauen ein Zweier draus. Ja. Yeah. So, Hammer? Ja, Hammer. Das ist Hammer. So. Ja, und da würde ich sagen, wir gehen zu diesem Fraxe da oben. Jetzt schauen uns mal da oben um. Ach schön. So, wir wollen zerstören. Also,
Nicht unbedingt, aber abbauen eher. So, das waren irgendwelche so serverlastig, serverartigen Dinge, die wir da abbauen konnten damit. Aber wo ist uns angezeigt? Da war doch gerade was. Angezeigt hatte. Genau das meine ich. Aha, Leiterplatte, gut. Ach, das bekommt man da aus, okay. Okay. Ja, ist okay, aber die sind jetzt echt nicht mehr so schwierig herzustellen. Ich bin ein bisschen, naja, ich dachte, man kriegt mehr raus. Moment, so, da. Ja, Leiterplatten sind okay. Haben wir das noch nicht eingesetzt gehabt? Das haben wir noch gar nicht eingesetzt gehabt. Sowas aber auch. Ui. So. Dann mal zurück. Das könnte man gleich machen, nämlich. So, mal raus hier. Dann setzen wir das gleich ein. Oh, das mit den Kuppeln. Super. Ja, wegen Leiterplatten würde ich jetzt nicht unbedingt. Pass auf, da oben, wir wissen ja eh, wir öffnen das, die Tür. Hm. So. Ach, Pilzsamen, gut. So, Leiterplatten, gute Sache. Bam. Wir nehmen das hier mit. Und setzen es ein. Beim Stargate geht das ja auch. Und wir haben uns gar nicht so fokussiert auf Raketenstart. Das könnten wir auch mal machen, so ein wildes Raketendagerl. So ganz viele Raketen starten. So. Na bitte. Oh, rotes Licht. Das war früher nicht. Aber was kann es? Es leuchtet rot. So. Und jetzt ist eines dieser Türen. Ist das die? Eine dieser Türen ist aufgegangen. Aha, die war's. Okay. Okay. Oh, gar nicht schlecht. Aha. Ziemlich ungewöhnlich. Ja, auch gut. Gefällt mir. Das Teil, ja, pass auf, wir stopfen das da rein und bauen das da. Hey, so eine Leiterplatte. Was ist da? Zerlegen Trümmer. Wieso sind da Trümmer? Gab es da noch Trümmer? Da gab es noch Trümmer. Noch eine Tür. Okay, aber wir haben doch schon, also... Okay. So, wir bringen das mal... Oh, das hätte ich gern. Den Wurm. Ah ja. So, wir bringen das mal zu Base. Back to the Base. Und dann gehen wir nochmal rauf. Ist das denn erweitert worden? Ich bin ja ganz begeistert. So. Nein, nicht demontieren. So, das kommt rein. Das. Oh, das ist ein Baum. So. Der Baum kommt gleich da rein, zu den Bäumen, back to the trees. Jetzt haben wir schon zweimal Itera.
So, wir haben einmal Worm. Den da. Komm, den Rest bringen wir runter. Alles gut. So, das ist... Da hier. Dann haben wir Leiterplatten. Die kommen da schön in den Kasten. So. Dann haben wir auch noch Düsen. So, dreimal Iridium. Die packen da gleich rein. Dann haben wir einmal das grüne Zeug. Das kommt da rein. So, Iridium-Stäbchen. 1 und 2. So, Iridium. Iridium. Sehr schön. So, dann haben wir hier grünes Zeug. Kommt da rein. Ein Superstäbchen. Yeah, Superstäbchen. So, das ist leider voll. Dann kommt das da rein. Ich packe das da einfach rein. So, Hussar-Quarz. Yeah. Dann haben wir Dünger. Da kommt auch Sprengstoff rein. So, jetzt gehen wir nochmal hin. In das Wrackse. Was für ein schönes Wetter. Hat wieder jemand nicht aufgegessen? So. So, dann haben wir hier diese Serverteile. Da ist das Eisen. Von der anderen Seite haben wir das bekommen. Jawohl. Ja, guter Loot. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, was wir jetzt alle schon haben. Etwas spät. Ja, du hättest es früher holen können. Naja. Ganz schön viele Leiterplatten. Daran auch keine mehr. Gibt da hinten noch welche? Nö. Serverschränke haben wir alle aus. Oh ja. Haben alle ausgebaut. So. Dann haben wir das hier auch erledigt. Das Fraxe. Schöne Demontage, schöne Geschichte, hat mir gut gefallen. Ja, war in Ordnung. So. Na bitte. So, da kommen die Düsen rein, da kommen die Leiterplatten rein. Wir sortieren das neu. Ausgezeichnet. Dann haben wir hier noch ein bisschen Pulsar. Manchmal sieht es so aus, als würden sich hier Dinge bewegen. Ja, und das tun sie nämlich auch. So. Alge war. Nein. Dünger. Dünger. So und so. Dann haben wir hier. Ja, das Falsche. Das ist das Richtige. Ein Einsermutagen. Und ein Iridiumstäbchen. So. Super. Die Würmer bringen wir nach oben. Bam. So, finde ich gut. Wir haben jetzt hier da. Fischausstellung aus Baumrinde, sehr cool. Ja, können wir uns auch mal ansehen. So, apropos können wir auch mal ansehen. Ich möchte gerne mal rüber in unseren Krater, weil da waren ja noch diese potenziellen grünen Würmer, die jemand gesehen hatte. Oder meinte gesehen zu haben.
Würmer gibt's ja. Keine Algen heute. Die Drohnen. Sehr hohe Drohnen. Drohnengeschäftigkeit. So, am Kraterrand hat sie gesagt. So, wir fliegen da nochmal rum. Und schauen nochmal. Grün leuchtend. Das Problem ist natürlich, wenn das höher war. Aber wir machen so zwei Runden. Ich meine, es kann natürlich auch täuschen. Der Blick, der Eindruck, weil wenn man jetzt hier so... Ah, da vorher war gerade eine Stelle. Da war so ein grünes Büschel. Das sah auch irgendwie nach Wurm aus. So, aber ich sehe hier eigentlich eher nicht. Da zum Beispiel. Aus der Entfernung? Ja. Aber nochmal nachschauen schadet definitiv nicht. So. Also ich finde schon, dass wir ganz tollen Loot bekommen haben. Aber es ist halt, wenn ich mir überlege, wie weit wir jetzt schon fortgeschritten sind im Spielverlauf. Auch gut, das mit den Samen und so, aber ja. So, vielleicht sind wir die ganze Runde durch. Ich weiß gar nicht, ob wir noch die ganze Runde fliegen müssen, weil ich glaube, das war sowas, so ein Effekt hier. So, wenn ihr was gesehen habt, bitte gerne ruhig mitteilen. Wir haben ein bisschen Verzögerung drinnen, weil ich hier auch ein, zwei Folgen im Voraus aufnehme. Aber ich habe hier keine grünen Würmer gesehen, sondern eben diese Flecken. So, na dann. Mal zurück. Haben wir ein paar Pilze dabei. Und rauf mit uns. Ja. Super. Mutagen 2. Ja, das ist halt das Problem mit dem Mutagen 2. Eben hier. Wir bräuchten hier Würmer und Honig. Honig bekommen wir dann schon später noch. Das ist nicht so das Problem. So. Klassik, super. Dünger 2 war Kürbis, oder? Ja. Sehr schön. So. Und jetzt da noch die Bohne. Super. Ach, schön. So, back to base. Yeah. So. 0,08. Okay. So, was wird als nächstes freigeschalten? Dann haben wir als nächstes hier die Fischfarm. Auf die freue ich mich auch schon. Oh, ist ja auch breit. Wir haben schon 4,29. Wahnsinn. Da oben, glaube ich, sind wir durch. Durch, ja. Da sind wir auch durch. Serena-Larve. Sehr schön. So, da haben wir dann das Thema mit dem Honig. Ja, klar, das machen wir mit der Insektenrakete, ist das gleich erledigt. Fischfarm, super. Lirma-Samen, endlich die gemeine Larve, können wir dann herstellen. Müssen wir sie nicht sammeln, ja, ist okay. Und Lirma, ja, die schicken wir rauf, um Pflanzen zu erhöhen. Den Wert hier, glaube ich, oder Biomasse. Ja, okay. Können wir nicht selber herstellen, mit dem Rezept können wir das dann, also Fischfarm, hier.
Ja, darauf freue ich mich auch. Da können wir dann ganz viele verteilen. So, aber wir machen es ja gemütlich. Und meine Lieben, heute eine etwas kürzere Folge. So, da kommt die Drohne. Sehr schön. So, dann sammeln wir noch ein bisschen was ein hier. Zum Beispiel die Pilze. So. Super. Ja, vielleicht machen wir das wirklich noch mit so einer Insektenrakete. Dann steigern wir da den Wert noch ein bisschen. Wir schauen mal, was kostet die Insektenrakete hier? Ah, Mutagen 2. Na bitte, da haben wir es. Deswegen haben wir so wenig geschossen oder gar keine. Mutagen 2, 3 Bienen. Okay, kriegen wir hin. Ich will sie aber nicht starten. So. 3 Bienen. Ja. Nö, wir haben nur eine. Okay. 1, 2, 3. Die werden wir umwandeln. Was braucht man da? Normales Mutagen und Dünger. So, Mutagen. 1, 2, 3. Und Dünger. 1, 2, 3. So, dann machen wir das gleich mal. Ja, mit ihm und da. Bam. Großartig. So, vielleicht kriegen wir ein paar Bienen raus, dann kriegen wir eine Insektenrakete dahingestellt. So, und jetzt möchte ich schauen, ob dieses, ob das noch existiert, dieses Jahresevent, weil es hat geheißen, dass es wieder eingefügt wird irgendwann, in irgendeiner Art und Weise. Wir schauen mal. Wir schauen mal hin. Kostet ja nichts. Einmal hinfliegen. Die 5 Minuten. Wenn überhaupt. So. Alles so grün geworden. So, wir sind ja gleich da. Ja, wir können jetzt alle Wrachse abfarmen noch mit diesem Abbau, Zerstörung 2. Ja. So, da war's. Schade. Ach ja. So, macht aber nichts. Es hat geheißen, es wird wiederkommen. In irgendeiner Art und Weise. War noch nicht klar, in welcher. Boah, ist das finster hier. War noch nicht klar, in welcher Art und Weise, aber wenn es wiederkommt, sind wir bereit. Da sind wir bereit. So. Schön. So, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Übermorgen. Bis dann. Tschüss.